Moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part. Wir spielen hier The Wind Waker. Wir stehen mitten im Regen. Ja, das liegt an dem Fluch von Irrtusk, den wir mitgenommen haben. Und ich habe keine Ahnung, ob wir das richtig aussprechen. Irrtusk? Man weiß es nicht. Da hinten habe ich noch so ein komisches, im letzten Part haben wir durch das Fernrohr geguckt. Und da haben wir so ein komisches U-Boot gesehen. Und da möchte ich nochmal gerne gucken, was sich da drin so befindet. Der Wind müsste ja halbwegs positiv sein, also so, dass wir gut dahin kommen. Und dann würde ich sagen, den Umweg nehmen wir noch mal eben mit, aber dann wollen wir uns auch in die eigentliche Richtung unseres Quests stürzen, wo wir eigentlich hin müssen. Ja, der Ozean ist natürlich bedrohlich, hier mit heftigen Wellen. Moment mal, habe ich die Karte schon von hier? Ja, habe ich. Okay, alles klar. Weil sonst hätte ich da gerade den Fisch gesehen und dann wäre es ja blöd, wenn ich da vorbeigeschwommen wäre, ohne den mitzunehmen. Naja. Ja, tolle Wurst, es ist Nacht, es gewittert und regnet. Tolle Wurst. Super. Und unser Regenschirm ist auf Präludien. Haben wir vergessen zu Hause. Ach, Mann. Aber zum Glück müssen wir da eh hin als nächstes in unserer Hauptquest. Aber zuerst wollen wir hier mal gucken, was sich hier in diesem lustigen U-Boot befindet. Das aussieht wie ein großes Weinfass. Ja, so manche Leute würden sich darüber freuen, aber das hier ist leider hohl und ausgeleert. Ah, und einige Gegner sind da drin. Dann rüsten wir uns erstmal gut aus mit wertvollen und sinnvollen Items. Zum Beispiel den beiden hier. Und dann würde ich sagen, springen wir einfach mal direkt ins Getümmel und ballern denen ordentlich einen, ins Gesicht. Aua. Die hauen ja ganz schön rein. Ich habe ein ganzes Herz verloren, oder wie sieht das aus? Übrigens, wenn man den Greifhaken benutzt, dann kann man auch Items von denen abziehen. Wenn sie es nicht blocken. Oh, ich sollte mal aufpassen hier. Boah, das wollte ich gar nicht, aber war sehr geskillt. Okay, ich glaube, wir sind ein bisschen zu viele, um jetzt hier Items zu klauen von denen. Mensch, ey, die sind ganz schön elitär irgendwie. So, weg mit dir. Und du bist auch noch hier voll im Weg, ey. Was machst du überhaupt hier? Für was schiebst du hier Wache? Hier ist doch gar nichts. Aua! Mann! So, bitte eine Totenkopfkette, ja. Irgendwer will die bestimmt haben. Ich weiß gerade nicht, wer. Die Ritterwappen will, glaube ich, der Vater Orca haben. Das ist der Typ, von dem wir auch unser Schwert bekommen haben. Die Glücksamulette will ja die Lehrerin auf Portemonnaie. Die goldenen Federn möchte irgendjemand auf Draconia, glaube ich. Aua. Und die Totenkopfketten habe ich momentan keine Ahnung. Aber da gibt es bestimmt auch irgendeine zwielichtige Gestalt, die die auch sammelt. So, stirb jetzt. Du warst letztlich, oder? Ja, und jetzt? Hieß nichts. Naja, erstmal die Kugeln alle öffnen. Ich glaube, in den Kugeln ist auch, also man kann das ein bisschen beeinflussen, was drin ist, je nachdem, welche Farbe die haben, wenn man sie gerade aufschlitzt. Aber ich weiß nicht, welche Farbe was bedeutet, deswegen, ja, bringt es mir nichts. Ich glaube, in den roten sind rote Rubine oder so, in den grünen sind hauptsächlich grüne, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Würde ich auch nur lügen, wenn ich jetzt hier mir irgendwas ausdenken müsste, aber hier komme ich nicht hoch. Was ist denn das für ein schlechter Witz? Muss ich da etwa diesen Lampenjump machen, den ich von Nico gelernt habe? Dann hätte ich mir ja die ganze Arbeit sparen können mit den Gegnern da unten. Ach man. Wie blöd. Aber da ist bestimmt ein richtig heftiger Schatz, wenn der schon so gut versteckt ist. Ich muss mich drehen hier, weil sonst wird das nix. Das ist auch voll gefährlich, hier in so einem U-Boot offen. In einem U-Boot aus Holz offenes Feuer zu haben. Das kann nach hinten losgehen, glaube ich. Aber naja. Hoffentlich ist das gut versichert. So, nächste Laterne. Und die nächste und die übernächste sind glücklicherweise in direkt der gleichen Richtung, deswegen brauche ich keine Korrektur dahingehend vorzunehmen. Das ist cool. Ja, toll. Das war sehr geskillt. Ich sag noch, die sind in der gleichen Richtung und dann sowas. Puh, naja. Ein bisschen Zeit muss man ja verschwenden, ne? Es wäre ja sonst viel zu kurz. Nicht runterfallen jetzt. So. Jetzt aber, und, jeppa, gut. So, nächste Laterne. Wird überhaupt heutzutage noch Laterne gelaufen? Früher in meiner Kindheit hat man das so gemacht, irgendwie mit dem Kindergarten oder Grundschule oder so, Laterne laufen und Lieder singen und so, aber ich glaube, heutzutage wird das doch gar nicht mehr gemacht, oder? Heute sitzen die Kids doch mit ihren PSPs und ihren iPods und was das alles so gibt. Und so, also, ich glaube, so altmodische Trends gibt's gar nicht mehr, oder? Naja, also mir ist auch nicht so gefallen. Und basteln mag ich eh nicht so gerne, deswegen waren Laternen auch nicht so mein Ding. Aber naja, war ja so ein bisschen Tradition immer, ne.
So, jetzt bitte diesen Jump schaffen. Das wäre sonst peinlich, wenn ich es wieder nicht schaffe. So, und ordentlich Anschwung holen. Und jetzt bitte schaffen. Yes, gut. Und ich hatte schon wieder Angst, dass es daneben geht. Oh, Mann. So, letzte Ebene. Die sollte jetzt nicht so schwer sein, glaube ich. Und Heppa. Geschafft. So, und was ist hier jetzt? Nichts? Aha. Ach so, vielleicht ist die nur erschienen, weil wir alle Gegner vorher geplättet haben. Das kann natürlich sein. Dann könnte ich ja sogar froh sein darüber, dass ich zuerst die Gegner geplättet habe und nicht nur rüber gesprungen bin mit den Lampen. Das wäre ja richtig ärgerlich. Eine Schatzkarte war drin. Cool. Auf dem Meer können wir uns die gleich angucken. Und dann würde ich sagen, wir bewegen uns dann in Richtung unseres Zielortes. Mal gucken, da drängt sich bestimmt Francesco wieder mal auf und will wieder gemästet werden. Ja, mal gucken, ob wir da irgendwie was rausspringen lassen können für ihn. Aber ich habe mir auch notiert, dass ich noch auch eine Zwischenstation besuchen möchte, welche allerdings genau auf dem Weg ist. Vorausgesetzt, ich finde sie, da bin ich mir momentan nicht so sicher. Also, falls ich sie nicht finde, dann nicht wundern, dann habe ich bin ich bekloppt. Also 1, 2, 3, 4, 5. Hier, dieses Feld, da ist nämlich noch was Interessantes. Aber wir lenken den Wind erstmal nach Süden und bewegen uns dann von Insel zu Insel und mal gucken, wo ist denn der Windstock? Ach, den habe ich noch ausgerüstet. Da. Genau. So, und bitte nach Süden den Wind lenken. Dankeschön. So, und jetzt muss ich mal gucken, welche Insel müssen wir alle mitnehmen von den Seekarten her. Und ich kann ja die eine nochmal öffnen, die ich gerade bekommen habe. Schatzkarte 22, bitte. Wo ist denn das? Keine Ahnung. Sieht aus wie eine Erdnuss. Naja. Ansonsten nichts weiter hier zu finden. So, welche Karten muss ich denn jetzt hier... in diesem Planquadrat habe ich es, im nächsten brauche ich es noch. Alles klar. Okay, Leute, wir treffen uns beim nächsten Fisch. Bye. Bye? Seit wann sage ich bye? Ich meine, ciao. So, moin, Leute. Willkommen zurück. Ich habe schon mal das Fischfutter ausgerüstet auf eine Taste, damit wir hier Francesco direkt füttern können. Und nicht da noch extra in dem Menü rumsuchen müssen, wo wir denn das Fischfutter verstaut haben. Oh, jetzt muss ich wieder diese Stimme hier verstellen, so wie Francesco spricht. Das ist immer anstrengend, das ist immer schwer zu sprechen. Hey, Jungchen! Ja, und so weiter. Mal gucken, was uns der hier für eine Information rausrücken kann. Und ich habe gerade auch irgendein Leuchten gesehen. Aha. Und die Chasskarte, die wir gerade gefunden haben, die sieht doch sehr ähnlich aus wie dieser Ort hier. Hüte dich vor den oben offenen Mondsicheln. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ja, toll, du bist ja sparsam, ey. Das Futter hätte ich mir auch sparen können. Hier leuchtet es nämlich. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass da dieser Schatz ist von der Schatzkarte. Ja. Wir wollen einfach mal gucken. Wir haben ja noch nie einen Schatz geborgen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Das funktioniert nämlich so, dass wir dahin jetzt fahren müssen. Und wenn wir dann auf diesem Ort angekommen sind, müssen wir mit dem Greifhaken versuchen, den Schatz zu heben. Greifhaken ausrüsten. Da hört man doch immer so ein Funkeln. Mal gucken. Müsste ja eigentlich klappen, ne? So. Und? Und? Ja, cool. Also, was ist das jetzt? Was ist hier... Also... Okay, also Schatzkiste haben wir schon mal gefunden. Krass. Das ist die erste Schatzkiste, die wir gefunden haben. Also, von so einer Schatzkarte. Krass. Was ist drin? Was ist nur drin? Ein silberner Rubin? Er ist so viel wert wie 200 grüne Rubine. Okay, cool. Nützt uns sogar was, weil wir ja unser Portemonnaie vergrößert haben mit dem Bonzen-Upgrade. Alles klar, die nächste Insel habe ich bereits, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns bei der übernächsten Insel, bei dem Fisch wieder. Bis dann, Leute, ciao! Ja, moin, Leute, willkommen zurück. Wir sind hier wieder bei Francesco, dem alten Fisch, der total gefett, der schon so fett ist, weil wir ihn immer hier das ganze Tierfutter verfüttern. Hey, Jungchen! Ja, und wir sind hier bei dem nächsten Planquadrat und es ist mir gelungen, den Fisch ausfindig zu machen. War ganz schön versteckt, also direkt hinter der Insel verborgen. Wir sind hier nämlich beim Ein-Augen-Riff und das ist hier ganz schön gefährlich, ey. Hier sind überall so komische Fische, die mich hier essen wollen. Du hast doch auf deinen Reisen bestimmt schon mal diese komische leuchtenden Kreise im Wasser gesehen, oder? Direkt unter denen leuchtet dir ein versunkener Schatz entgegen. Ja, genau so ist das nämlich. Aber es gibt auch welche, die leuchten erst mal gar nicht. Aber wenn du dann eine Schatzkarte ausgeschlagen hast, leuchten sie umso strahlender. Unter diesen findest du dann auch die wirklich fetten Schätze, Jungchen. Ja, haben wir gerade schon gefunden. Ein 200er war da drin. Krass.
So, nächste Insel muss ich wiederholen und wir sehen uns beim nächsten interessanten Ort wieder. Ciao. Hi Leute, wie geht's? Ihr ahnt bestimmt schon, welche vorne aus dem Wasser jumpt die ganze Zeit. Ja, es ist natürlich Francesco. Und wir wollen ihm natürlich auch gerne wieder das dritte Mal schon in diesem Part. Ja, ordentlich Futter verabreichen. Ja, mal gucken, was hat er uns diesmal zu sagen? Bitte zeichne mir erstmal die Karte. Ja, vervollständige sie mir ein bisschen mehr. Ja, geht ganz gut vorwärts. Wir haben bestimmt schon ein Viertel oder so gefüllt. Also läuft gut. So, und was ist das hier jetzt für ein Ort oder was hast du so zu erzählen? Jungchen, schon mal was von dem goldenen Dreifuß gehört? War irgendwie ein Piratenkapitän oder so. Jedenfalls soll seine Schatzkarte hier auf dieser Insel versteckt sein. Wenn du scharf darauf bist, wirst du aber erstmal diese riesige Felsenfratze da irgendwie wegräumen müssen. Allerdings wüsste ich nicht, wie du das bewerkstelligen willst. Ja, das kann man jetzt noch nicht machen. Da fehlt uns noch ein essentielles Item für, soweit ich weiß. Ich möchte gerne nochmal hier diesen lustigen Ausguck da begutachten. Allerdings ist der Wind ein bisschen in kontraproduktive Richtung, deswegen möchte ich den mal ein bisschen korrigieren. Oh, das war ein sehr gebildeter Satz gerade. So, wir fahren in diese Richtung gerade, deswegen brauche ich mal Nordostwind. Ja, bitte. So, Segel wieder hissen. Und dann fahren wir mal hier zu diesem Ausguck. Und gucken mal, was das überhaupt ist. Die Ausgucks sind öfter mal auf dem See versteckt. Ich weiß aber nicht, was sich so da drauf befindet. Also ich glaube, es ist auch unterschiedlich. Manchmal finden sich da Schätze drauf oder so. Manchmal muss man da die Kanonen hier zerstören, so wie es in diesem Fall aussieht. Eigentlich ist das ja gedacht, dass man das vom Boot aus macht, weil man ja selber eine Kanone hat. Mit Hilfe der Bomben. Aber es gibt auch einen Trick, dass man das von oben machen kann. Habe ich gesehen in einem anderen Let's Play und das möchte ich auch mal gerne probieren. Mal schauen, ob das funktioniert oder ob ich da weggeballert werde jetzt. Ah, okay. So, aber zuerst mal seid ihr hier dran, ihr komischen fällt gar keine Beleidigung ein für euch, ey. Ihr Halunken, Schlawiner. Tu nicht Güte. Oder was ist die Mehrzahl von tu nicht gut? Ist das überhaupt ein Wort? So, weg mit dir. Tschüss. So, und jetzt müssen wir versuchen, hier die Kanonen wegzusprengen. Ah ne, hier ist ja schon eine Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Aha, ein roter Rubin, toll. Der ist natürlich sehr, sehr cool gewesen jetzt schon mal. Wir haben hier 30 Bomben zum Glück. Mal gucken, ob wir damit irgendwie jetzt hier die Kanonen unter uns wegknallen können oder ob das ein Mysterium war. Doch, das scheint zu gehen. Na gut, dann machen wir das so. Ablegen bitte. Hier ist auch noch eine. Und hier ist auch noch eine. Und hier ist auch noch eine. Ich erhoffe mir natürlich, dass dadurch was richtig Krasses in Erscheinung tritt. Ich weiß es nicht genau. Aber normalerweise, wenn man diese Dinger hier zerstört, da passiert irgendwas Lustiges. Ja, vom Boot aus wäre das natürlich auch viel, viel schwerer gewesen zu zielen. Und so habe ich mir das ein bisschen leichter gemacht hier. Aber irgendwas gebracht hat es jetzt nicht. Aber hier ist auch noch eine. Eine habe ich noch vergessen. Und, was passiert jetzt? Wenn die jetzt weggeballert ist? Passiert irgendwas? Eine zweite Truhe. Und sogar eine mit Stacheln. Was ist da wohl drin? Also bisher war in den Stacheltruhen immer was richtig Krasses. Ein Herzteil oder so. Und was ist hier drin? Ist das womöglich auch ein Herzteil? Ja. Einfach so, ja. Einfach mehr ein Herzteil. Und damit haben wir ein Bonusherz mehr. Ich würde sagen, da hat sich der Abstecher hier auf diesem Wachturm ja auf jeden Fall mal gelohnt. Krass. So, dann können wir uns wieder hier auf das Boot schwingen. Und unser Ziel ist ja unsere Heimatinsel, Präludien. Da müssen wir den Wind nach Süddings lenken. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir das. Im nächsten Part sehen wir uns wieder, dann habe ich den Wind schon in die richtige Richtung gelenkt und dann können wir direkt lossegeln. Oder vielleicht treffe ich euch auch direkt schon vor Präludien. Also, bis dann, ciao!